Mitten im Gespräch werde ich wieder mal angequatscht von jemandem. Versuche gerade die Safe-Mission zum 10. Mal zu machen. Unmöglich, unmöglich. Ich habe gerade wirklich keine Zeit. Oh, okay. Ist vielleicht sowieso besser. Dann will ich dich nicht weiter stören. Schon raus damit. Oh. Dann halt nicht raus damit. Okay, okay. Ich bin hier fertig. Wieder zurück zu den anderen Sachen. Warte mal, warte mal. Und suche bei den Klerikern. Da war ich. Da wollte ich hin. Zuerst noch mit Heinrich reden. Habe ich schon. Wird lustig. Hab's nur noch mal neu geladen. Oh. Heinrich will Outlaws rekrutieren. Und ich habe ihn den Plan vermasselt. Upsi. My bad, my bad. Mir ist nicht entgangen, dass ihr die... Du sagtest, du hast Arbeit für mich? Das ist korrekt, Soldat. Hör zu, ich will die Karten gleich auf den Tisch legen. Ich habe mich über dich informiert. Und wenn es stimmt, was man sagt, hast du bereits eine militärische Ausbildung genossen. Man erzählt sich auch, dass du ein Spezialist für fremdes Terrain bist. Ich für meinen Teil hätte dich eher für die Latrinen abgestellt. Aber vielleicht täuscht mich mein Eindruck. Du bekommst die einmalige Chance, deine Fähigkeiten sinnvoll einzusetzen. Bist du interessiert? Wo werde ich gebraucht? Mit deiner Entschlossenheit sammelst du schnell Pluspunkte bei mir. Nur weiter so. Lass mich konkret werden. Die Zahl unserer Unterstützer ist gering. Die unserer Soldaten noch geringer. Und eine Armee, die nicht kämpfen kann, ist keine Armee. Diese Mauern sind ein Gefängnis. Ich will, dass wir sie überwinden. Dafür brauche ich Soldaten. Leute, die ihr Handwerk verstehen. Keine Pfaffen, die im Gebet eine Lösung suchen. Es ist mir auch egal, ob es Diebe, Schläger oder was weiß ich für Verbrecher sind. Den Luxus einer Auslese haben wir nicht. Und du glaubst, ich bin von alledem etwas, ja? Falsch. Wir führen dieses Gespräch, weil du dich mit diesem Klientel abgibst. Erzähl mir nicht, dass es nicht so ist. Ich möchte deinen Draht zu ihnen nutzen, um genau diese Leute für uns zu gewinnen. Kann ich auf dich zählen? Kannst du. Was muss ich tun? Du. Ich mache es kurz. Der Krater der Outlaws ist dir sicher nicht fremd. Und anders als wir schmeißen sie ihren Müll einfach auf die Straße. Nicht anders gehen sie mit Leuten um, die querschießen. Diese Leute brauchen wir. Brich zum Krater auf, finde heraus, wer auf ihrer Abschussliste steht und hol sie hierher. Wegen der Outlaws. Bereit für einen Zwischenstand? Du hast meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich bin einem ehemaligen Kopfgeldjäger begegnet. Dixon hieß er. Hieß? Was soll das bedeuten? Er ist tot. Nicht gut. Hätte sicher Potenzial gehabt. Crane wäre ein Kandidat gewesen. So wie du es sagst, scheint sich das mit ihm aber erledigt zu haben, oder? Exakt. Wie es aussieht, müssen nicht nur wir Verluste hinnehmen, aber das bringt uns auch keinen Vorteil. Ich habe eine Banditin getroffen. Hat sie auch einen Namen? Hatte. Aaron. Ach, verdammt. Das Gesindel hat zwar keine Ehre, scheut aber keinen Kampf. Weißt du, ob noch weitere Leute auf der Abschussliste stehen? Nicht, dass ich wüsste. Nun gut, es bringt nichts, auf Dinge zu hoffen, die nicht eintreten werden. Betrachte die Angelegenheit als erledigt. Ups. Mir ist nicht entgangen, dass ihr die Waffenpflege schleifen lasst. Oh je. Er hat wieder aufzureden. Ja, was soll ich sagen? Sind Mordlust ist dazwischen gekommen. Oh, die Kleriker. Was für ein Haufen. Den werden wir natürlich auch noch beitreten. Ich will ja fast mal jeder Fraktion hier beitreten. Zu schauen, was wirklich abgeht. Oh, obwohl die Berserker-Rüstung mir nicht so gut mehr gefallen. Jo. Spy. Hier drüben. Ja, ich sehe dich. Und? Konntest du den Klerikern eine Beteiligung am Anschlag nachweisen? Nein. Wie es aussieht, hat Skibor nur ihr Metall gestohlen. Dann hat er nicht nur uns, sondern auch sie getäuscht? Ja, die Kleriker bringen uns nicht weiter. Was hast du herausgefunden? Nicht viel. Zumindest dachte ich das. Aber dank deiner Informationen könnte es anders aussehen.
Los. Ist dir dort drinnen ein Outlaw-Händler begegnet? Kann schon sein. Warum fragst du? Anders als du habe ich keinen sicheren Weg hineingefunden. Hier draußen konnte ich aber beobachten, wie sich zwei Outlaws der Burg genähert haben. Was uninteressant klingt, könnte durchaus etwas mit unserem Fall zu tun haben. Ich komme darauf, weil sie geschickt wurden, um den Klerikern Metall zu verkaufen. Und wo siehst du einen Zusammenhang? Ich stelle mir das so vor. Skibor nutzt seine Position aus und stiehlt das Metall. Er geht zu den Outlaws und lässt sich die Bombe anfertigen. Was von dem Metall übrig blieb, wollten sie den Klerikern wieder andrehen. Nicht gerade subtil, aber durchaus gerissen. Also sind die Outlaws unser nächstes Ziel? Exakt. Schließlich wissen wir noch nicht, wie es Skibor gelungen ist, die Bombe zu schmuggeln, von seiner Motivation ganz zu schweigen. Aber ich bin mir sicher, im Krater finden wir die Antworten. Wenn du hier noch was zu erledigen hast, tu das. Wenn nicht, brechen wir auf. Oh, let's go. Ich bin bereit. Gut, ich synchronisiere die Koordinaten mit meinem Adjutor. Dann teleportieren wir uns hin. Spotty. Oder hast du gedacht, wir laufen die ganze Strecke? Nein. Hätten wir uns den Weg zu den Klerikern dann nicht sparen können? Du meinst, weil ich die Koordinaten der Burg kannte? Nun ja, ich hatte gehofft, du würdest unterwegs das Weite suchen. Ich war mir sicher, dass du mein Kommando nicht akzeptierst. Wie man sich doch täuschen kann. Außerdem muss ich zugeben, dass sich deine Hilfe als äußerst nützlich erwiesen hat. Na, herzlichen Dank. Unsere Differenzen sind beigelegt. Kein Grund, nachtragend zu sein. Also, können wir? Wir können. Spotty, beamen uns rüber. Spotify. Das war Spotty. So reißt es sich doch gleich angenehmer. Stellen wir den Krater auf den Kopf. Holen wir uns die Antworten. Du gehst mit rein? Ja, ich habe genug von dem Versteckspiel. Unsere Zielperson ist ein Outlaw namens Viper. Seinen Namen konnte ich heraushören, als ich die zwei Outlaws beschattet habe. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist er derjenige, bei dem Skibor die Bombe beschafft hat. Ich nehme mir den Norden der Stadt vor, du den Süden. Einwände? Nein. Finden wir den Kerl. Sprich aber nicht jeden x-beliebigen Niemand auf ihn an. Such dir gezielt die Personen raus, die viel Kontakt zu anderen haben. Fang am besten mit der Torwache an. Wenn du ihn vor mir zu fassen kriegst, nimm ihn in die Mangel. Ich habe keinen Zweifel, dass du das auch ohne mich schaffst. Bald klärt sich alles auf. Ich kann es fühlen. Yeah. Viper. Das klingt nach einem Mädel. Er raucht eine. Ich suche Viper. Erwartet er dich denn? Nein. Wo steckt er? Lüge. Kein Plan. Bewegt seinen Arsch selten raus. Kannst froh sein, wenn du ihn nicht findest. Der ist eine Nummer für sich. Boah, so viele Informationen gleich. Oh, wo ist die Mission? Ach Gott. Eine Tratschrunde. Oh, ich gebe mir gleich Shotgun-Muni holen. Da war eine Ratte. Wo ist die Ratte? Ich habe sie gehört. Wo ist sie? Wo ist sie? Oh. Ratte, Freistoß! Wow, er hat abgebrochen. Noch eine Chance. Ratte, Freistoß! Ah, nicht so ein guter. Nicht so ein guter Freistoß. Besser werden können, der Freistoß. Was sagt? Du. Zeig mir, was du anzubieten hast. Ich hab den High Ground. Shotgun Muni, da ist sie. Sonst noch irgendwas. Das werde ich sowieso nicht herstellen können. Treibstoff hat sie nicht, glaube ich. Nein. Noch eine Ratte im Hintergrund. Oh, bist du eine Ratte? Du bist eine Ratte. Das Ding holen wir uns. Da ist noch eine. Ratte, Freistoß! Mist. Jetzt aber. Noch mehr Anlauf. Noch einfach mehr Anlauf.
Warte, nicht wegrennen. Freistoß! Ja! Ah, auch nicht weit geflogen. Oh. Wo bin ich gerade hier? Sokultisch. Leute, nicht zu viel aufregen, dass ich keine Sachen erstelle. Ganz reinsetzen noch, aber vielleicht haben die Händler noch ein paar Sockel für mich. Jo, Alter. Und? Punkte. Oh, ja doch, Shotgun Money. Was ist das? Eine Heiltrank. Ende. Aus meinem Weg. Nein. Ach, komm schon. Wo ist Viper? Du. Ups. Ups. Denkst du, ich merke nicht, was du da tust? Sorry. Ich suche einen Outlaw. Viper heißt er. Wirklich kennen tue ich ihn nicht. Ich bin ihm nur flüchtig begegnet. Das war, als ich eine Audienz bei Baxter hatte. Er kam kurz nach mir rein, ist aber auch recht schnell wieder gegangen. Danach ist er mir nicht mehr unter die Augen gekommen. Oder ich habe ihn übersehen. Die Gassen sind so verwinkelt, da kann das schon mal passieren. Ich denke nicht, dass dir das hilft, oder? Nein, nicht wirklich. Trotzdem danke für die Auskunft. Zeig mir deine Ware. Gerne. Irgendwas Interessantes. Treibstoff habe ich, glaube ich, schon überall. Keine Diamanten. Oh. Ich hau einfach was rein in meine, in mein Schwert. Oh, warte mal, warte mal. Schmiede. Kann ich da noch was machen? Denkst du, ich merke nicht, was du da tust? Schrott, so. Das kann ich nochmal verbessern dann. Ein Regentenschwert und haufenweise Schrott. Okay. Jetzt gibt es einen Grund, warum ich wirklich mal Schrott kaufe. Aber zuerst was zwei versuchen. Hallo. Wo ist Viper? Viper. Kann mir helfen. Ups. Ich sollte nicht darum schleichen. Gebe ich kurz Bildschirm Lags oder Glitches. Viper. Was haben wir hier? Immer noch eine Viper, oder? Was sein? Das schaut doch noch eine Viper-Zone aus. Wow! Baxter weiß wahrscheinlich, wo Viper ist. Du. Meine Aufmerksamkeit wird woanders gebraucht. Kannst du mir sagen, wo ich Viper finde? Viper? Schon klar. Wie viel verlangst du? Hast du was an den... Mein Fusel ist... Oh. Wer nachgibt, verliert irgendwann alles. Ah, oh, jetzt muss ich da oben wieder zahlen. Du. Okay, nein. Oh, Baxter. Ich werde wahrscheinlich nicht doch. Du wurdest bestohlen, du Idiot. Hättest mal besser nüchtern bleiben sollen. Ja. Das hätte sicher geholfen, nüchtern sein. Hey, Baxter. Alter Kumpel, bester Freund. Na, du kannst mir sicher sagen, wo ich Viper finde. Ganz in der Nähe. Reicht dir das? Nein. Du musst schon deutlicher werden. Ich muss vor allem nicht die Auskunft spielen. Geh und frag die anderen. Oh. Oh. Nächsten Lieder, den ich da irgendwie abmuxen muss. Und was mache ich jetzt? Ich steck mir eine an. Oh, okay. Natürlich ist er hier oben. Natürlich muss ich wieder den Geld zahlen. Durch! Hey, hey. Der Deal war. Oh. Wo finde ich Viper? Du suchst an der falschen Stelle. Hector will ihn hier nicht haben. Versuch es in den unteren Distrikten. Okay. Nichts wieder sagen. Nichts. Der Kerl ist wirklich schwer zu finden. Irgendjemand muss etwas wissen. Dieses Haus. Ja, bekannt vor. Aber ich
anscheinend. Zurück hier. Ah. Muss ich hier nochmal jeden durchfragen? Hey, hey, Vicky. So. Oh Gott. Gott. Kakarot. Ich denke, du im Sumpf herumlungern. Hier, hier, du. Warte mal. Nee, guter Haarschnitt doch. Very impressed. Wo? Oh. Verschwind! Was? Endlich habe ich meine Ruhe. Komm schon. Du hast ja. Mach das ja nicht nochmal! Ja. Treibstoff. Du hast ja nichts verloren! Ja. Mach das ja nicht nochmal! Wo ist er? Wo ist er? Ich kann gerade nicht. Ah! Wirklich? Oh, komm schon. So, so. Piste einfach mal runter. Ah, irgendwo unter der Stadt, in dem Abfluss herumhängt. Leben verloren. Viper! Warten wir euch auch keine mehr. Riecht's nach Müll, kräftigst. Nicht da unten. Hütte. Du suchst wen, richtig? Ja, woher weißt du davon? Das ist geheim. Aber für 1000 Glitzersteine helfe ich dir, den Mann zu finden, den du suchst. Na dann mal raus mit der Sprache. Uff, so viel kann ich ja gar nicht tragen. Du wolltest 1000 Splitter, du hast 1000 Splitter. Du bist blöd. Die sind viel zu schwer. Jetzt will ich die nicht mehr. Hilfst du mir trotzdem? Okay. Mein Papa kennt den Mann, den du suchst. Und? Hat dein Papa auch einen Namen? Claro. Aber den musst du raten. Sonst macht's keinen Spaß. Na schön, gib mir einen Tipp. Er ist der wichtigste Mann im Krater. Baxter ist dein Vater? Der doch nicht. Mein Papa sorgt dafür, dass niemand verdurstet. Dann sprichst du von Mick, dem Wirt. Genau. Hey, du bist klug. Dein Vater hat mir gesagt, er kennt den Mann nicht, den ich suche. Tut er wohl. Na schön, ich unterhalte mich nochmal mit ihm. Du darfst ihm aber nicht sagen, dass ich gepetzt habe, sonst wird er wütend. Ehrenwort. Ich muss jetzt gehen. Bis irgendwann mal. Wow, das ist ja mal so richtig scheiße. Was, sie hat mir das Geld... Sie hat mir das Geld zurückgegeben. Ich werde dich nicht. Sie hätte es auch behalten können. Oh, ich gebe der Kleinen einfach mal 1000 Kröten und sie sagt, nee, ist zu schwer. Das kann ich nicht nehmen. Wer ist denn der Händler? Du. Hallo. Ja, nur Ware. Da mal was verkauft bei dem Typ. Rebellenkapuze. Ja, damit. Das haben wir alle schon. Das schaut komplett kacke aus, die Weste, die ich anhab. Bin nicht der. Ist das Mana? Hey. Back View. Nein. Gut, warum nicht? Jax hat dir das Geld. Wenn einfach es mal ein Tausender den. Ich freue mich, Geschäfte mit dir zu machen. Jo. Wenn einfach mal ein Tausender kleinen Mädchen gibt. Das ist ein dickes Ding. Hey, oh Mitch. Wie kann das sein? Mick. Du hast gelogen. Du kennst Viper. Woher weißt du? Verflucht noch eins. Hat das Skör wieder geredet? Das geht dich nichts an. Nur Ärger mit der Kleinen. Na, warte.
Fass sie an und du steckst in noch größeren Schwierigkeiten. Schon gut, beruhig dich, hier passiert nichts. Es ist nur so, wenn bestimmte Dinge in den falschen Hals geraten, geht es mir an den Kragen. Dann hat sie niemanden mehr, der sich um sie kümmert. Aber das ist meine Sorge. Reden wir von Viper. Ich arbeite für ihn, liefere ihm hier und da Zeug, erledige Gefälligkeiten. Nichts Großes. Ich will ihn treffen. Kannst du das arrangieren? Du verlangst ganz schön viel von mir. Er wird Fragen stellen. Was soll ich ihm sagen, wenn er den Grund des Treffens erfahren will? Nichts. Spiel einfach den Boten. Kann nicht sagen, dass mir das gefällt. Aber je eher ich die Sache vom Tisch habe, desto besser. Warte bis morgen Abend. Dann kann ich dir sagen, ob das Treffen stattfindet. Wirklich, dass ich warte? Oh, dann gehen wir halt schlafen irgendwo. Ist ein Bett, das ich mieten kann? Ja. Schlechter Zeitpunkt. Nicht, während du angegriffen wirst. Das nächste Mal ist es gleich bleiben. Ich will doch nur schlafen, ey. Oh. Schnell, schnell ein Bett finden. Mist. Was bist du da, Elex? 6666. Oh. Warte, warte, ja. Okay. So sieht's aus. Jo. Bring mich zur Schlange. Steht das Treffen mit Viper? Deine innere Uhr funktioniert nicht richtig. Du bist zu früh. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Was hat er gesagt? Abend oder so, glaube ich. Hortet euer Zeug. Verkauft es an einen Händ. Ich muss weitermachen. Nee, ich krieg eine Privatshow. Wir machen eine Pause hier. Aber vor allem bleibt fair. So ist am Ende. Da haben sie natürlich wieder Zeit reingesteckt, um die Tanzanimationen zu machen. YouTube-freundlich, Patrick. Keine Striptease. Einfach etwas dagegen machen. Nur Schlangen. Steht da. Ja, ich hoffe, du weißt, auf wen du dich eingelassen hast. Oh, tot. Trotzdem ist es noch zu hell. Viper mag kein Tageslicht. Schlage vor, wir warten auf den Abend, kippen uns ein und wünschen uns gegenseitig Glück. Einverstanden. Nein. Na bitte. Locker gefällst du mir besser. Nein, nix locker sein. Du hast einen ordentlichen Zug drauf. Klassischer Bleimagen, was? Aber es ist Zeit. Brechen wir auf. So ein komischer Vogel wie du ist mir nur selten untergekommen. Ein Leichensack ist gesprächiger als du. Aber wir haben alle unsere Probleme. Irgendetwas sagt mir, dass ich deinen nicht schultern möchte. Wie weit ist es? Nicht der Rede wert. Gleich da. Ich bin schon da. Sind so löchrig wie meine Taschen. Was für Wurstsektor? Wir sind da. Da drüben steht einer von Vipers Handlangern. Sein Boss ist also in der Nähe. Ich würde ja mitkommen, aber... Ich erledige das schon. Geh nach Hause. Werde ich. Dir viel Erfolg. Ja. Yeah. You. That mean. Hoher Besuch. Viper wartet schon. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Soll ich einfach raufgehen oder was? Da bist du ja. Komm mit rein. Coole Maske. Coole Maske. Lässt ihr nicht werden mit euch Spaß haben? Nur keine Scheu, tritt näher. Oh, was ist das für ein Mustache? Du bist also der Zweite im Bunde. Der Zweite? Vor dir war ein Alp hier, hat sich als Zarik vorgestellt. Unangenehmer Zeitgenosse, eine Spur zu neugierig.
Wenn ihm etwas zugestoßen ist, bereust du es. Dem fehlt nichts, keine Sorge. Du hast einen falschen Eindruck von mir. Aber ich mache dir keinen Vorwurf. Immerhin strahlt diese Absteige nicht gerade Vertrauen aus. Komm zum Punkt. Umgehend, einen Augenblick. Ich brauche euch nicht mehr, wartet draußen. Geht klar, Boss. Weißt du, normalerweise habe ich an allem meinen Anteil. Waren, Dienstleistungen suchst dir aus. Aber seit ich versuche zu expandieren, sinkt die Zahl meiner Geschäftspartner. Dabei fing alles so vielversprechend an. Doch ich greife vor. Sortieren wir die Dinge etwas. Du bist, ebenso wie dein bleicher Partner, wegen Skibor hier. Oder sagen wir Ex-Partner. Die Ratte ist sofort zum Depot aufgebrochen, nachdem ich sie mit ein paar Lügen gefüttert habe. Ein Jammer. Der eine lässt dich im Stich, der andere fliegt in die Luft. Du weißt davon? Natürlich. Und ich muss mich bei dir bedanken. Wärst du nicht gewesen, hätte der Idiot Howler alles zunichte gemacht. Falls du dich nicht mehr erinnerst, er wollte dich und Skibor um ein paar Splitter erleichtern. Gut, dass du dich nicht auf sein Spiel eingelassen hast. Skibor hätte sein Ziel nicht erreicht. Wo hatte Skibor die Bombe versteckt? Da, wo sie niemand sehen konnte. Aber der Reihe nach. Als Skibor seinerzeit in den Krater kam, wirkte er nicht anders als der restliche Abschaum. Durchschnittlicher Typ mit durchschnittlichem Äußeren. Und ausgerechnet dieser Niemand kaufte mit unablässiger Beharrlichkeit Elex. Da musste was faul sein. Zwei Dinge wollte ich wissen. Woher hatte er die Splitter, um es zu bezahlen? Und warum habe ich es ihn nie konsumieren sehen? Denn vom restlichen Angebot hat er reichlich Gebrauch gemacht. Für ihn war alles ein Rausch. Egal, ob Alkohol oder Frauen, der Kerl hatte seine Emotionen nicht im Griff. Verraten wollte er mir nichts, also habe ich ihn mit Stims vollgepumpt. Was er mir dann gezwitschert hat, konnte ich erst gar nicht glauben. Ein Agent der Alps, getarnt als Mensch, raffiniert. Und dann reifte eine Idee in meinem Kopf. Für ihre Umsetzung brauchte ich nur eine Bombe. Eine menschliche Bombe. Wie konntest du Skibor zur Bombe machen? Kleinigkeit. Ihn zu betäuben war eine meiner leichtesten Übungen. Danach musste ich ihn nur noch aufschneiden und verdrahten. Schon war er reisefertig. Und dank eines selbstgemixten Stim-Cocktails hatte er außer ein paar Magenschmerzen keine Nebenwirkungen. Alps sind verdammt zäh. Das gilt auch für einen Alp auf Sparflamme. Woher wusstest du, wann er aufbricht? Ich kannte seine Routine, zumindest dachte ich das. Ich habe ihn mit der doppelten Menge Elex ausgestattet und war überzeugt, er würde den Stoff umgehend bei seinem Auftraggeber abliefern. Nur hat sich der Scheißkerl nicht von der Stelle bewegt. Konnte den Hals nicht voll genug kriegen. Dumm nur, dass ich nichts mehr hatte. Und jetzt stell dir die Situation vor. Der leiseste Furz reicht aus und du wirst zusammen mit ihm aus dem Krater katapultiert. Auch wenn der Zünder nur auf eine hohe Elex-Konzentration reagieren sollte, konnte ich mir nicht sicher sein. Und weder Baxter noch Hector hätten es lustig gefunden, wenn man ihnen die Hütten unterm Arsch abreißt. Glücklicherweise kamst du und hast mir die Sorge abgenommen. Der Anschlag auf die Alps war also alleine deine Idee. Natürlich. Das Feuerwerk sollte meine Eintrittskarte nach ganz oben werden. Der Himmel. Ist nur nichts draus geworden, wie du unschwer feststellen kannst. Der Himmel, dort wirst du hinkommen. Ja, wahrscheinlich in der Hölle. Dafür, dass du fast einen Krieg provoziert hast, wirkst du reichlich gelassen. Jeder weiß, dass nicht wir, sondern das lila Gemüse die volle Aufmerksamkeit der Alps genießt. Außerdem sollten die Kleriker als Prügelknaben herhalten. Dafür musste ich nichts weiter tun, als Skibor auf sie anzusetzen. Ihr Metall gegen Elex, das war der Deal.
Er wusste ja nicht, dass er damit seine Beerdigung einleiten würde. Aber jetzt habe ich eine Frage. Wie seid ihr mir auf die Schliche gekommen? Du warst unvorsichtig. Richtig, das passiert mir kein zweites Mal. Wenn ich dir vorschlage, für mich zu arbeiten, was sagst du dann? Nein, mit Leuten wie dir mache ich keine Geschäfte. Ah, exakt diese Antwort habe ich erwartet und mich darauf vorbereitet. Oh, ja. Ich kann einfach niemanden gebrauchen, der mehr weiß als ich. Und was du weißt, reicht aus, um mich zur Zielscheibe zu machen. Du doch was. Du hättest deine Leute nicht rausschicken sollen. Das war ein Fehler. Fehler? Das war meine volle Absicht. Je weniger sie wissen, umso besser. Aber da du sie ja so vermisst, pfeife ich sie wieder herein. Grüß Gibor von mir. Verdammt, was war das? Jetzt geht's rund! Oh, du Idiot. Da ist meine Unterstützung. Au! Hat er dich erwischt? Wo kommst du denn her? Du hast doch nicht gedacht, ich lasse dich im Stich. Oh, guter Mann. Nein, tut gut, dich zu sehen. Keine Ursache. Verschwinden wir, bevor uns die Neugier der Leute in Schwierigkeiten bringt. Ich hatte das zweifelhafte Glück, den Kerl vor dir ausfindig zu machen. Er hat mir gleich misstraut und war im Vorteil. Also musste ich Maßnahmen ergreifen. Du meinst, du hast dich dumm gestellt? Ich muss sehr überzeugend gewesen sein. Seine Handlanger haben mich nicht verfolgt. Gut, dass du sie aus dem Spiel genommen hast. Ich war mir nicht sicher, ob du mit allen fertig wirst. Warum also ein Risiko eingehen? Tragen wir die Ergebnisse ein letztes Mal zusammen. Da vorne haben wir unsere Ruhe. Ey, was soll denn die Scheiße? Ach, Fresse. Bin ich einmal nett, bin ich nass damit. Sie malt wieder, was war das, eine Ratte? Okay, ne. Würfel. Oh, Nastja. Oh. War ja klar. Nehmen wir die falschen Leute mit. Für alle Gespräche. Dann mal heraus damit. Was hast du erfahren? Skibur trifft nur eine Teilschuld. Das Elex ist ihm zum Verhängnis geworden. Wie das? Sein Konsum war doch auf ein Minimum beschränkt. Er sollte es für jemanden besorgen. Der Outlaw hat das ausgenutzt und ihn zur Bombe umfunktioniert. Verflucht! Weißt du, was das bedeutet? Es ist noch nicht zu Ende. Wovon redest du? Pass auf! Elexitor Azog hatte schon länger den Verdacht, dass Commander Irissa mehr Elex konsumiert, als für sie bestimmt war. Es war meine Aufgabe herauszufinden, ob seine Theorie der Wahrheit entsprach. Erinnerst du dich noch an unser Treffen bei den Kollektoren? Dort habe ich nach ihrem Mittelsmann gesucht. Ich konnte nicht ahnen, dass Skibor diese Rolle übernommen hat. Der Commander ist zu einem Sicherheitsrisiko geworden. Worauf warten wir noch? Zurück zum Depot. Tut mir leid. Diesen Gang musst du alleine gehen. Was redest du da? Ich kenne die Gründe für Irissas Verhalten nicht, aber ich habe gelernt, dass es besser ist, sie zu erfahren, bevor man ein Urteil fällt. Nur bin ich nicht mehr der Richtige für diese Angelegenheit. Du hast mir bewiesen, was es heißt, effizient zu sein. Was es bedeutet, eigene Entscheidungen zu treffen. Ich kann nicht ins Depot zurückkehren und weitermachen wie bisher. Ich will verstehen, wie die Welt funktioniert. Dafür muss ich der Direktive den Rücken zukehren. Ich muss die Alps verlassen. Wir haben gemeinsam angefangen, wir bringen es gemeinsam zu Ende. Das haben wir bereits. Und ich hätte mir keinen besseren Partner als dich an meiner Seite wünschen können. Du hast mir einen neuen Weg aufgezeigt.
hindere mich jetzt nicht daran, ihn zu gehen. Was hast du jetzt vor? Ich werde tun, was auch du getan hast. Für eine Weile ins Exil verschwinden. Wenn du mir aber einen letzten Gefallen erweisen willst, sei nachsichtig mit Commander Irissa. Ich weiß, ihr versteht euch nicht, aber wir haben ihr viel Gutes zu verdanken. Ich denke drüber nach. Das ist doch schon mal ein Anfang. Wer weiß, vielleicht schaffst du es sogar, ihr die Augen zu öffnen. Da ich vom Abschied nehmen nicht viel verstehe, versuche ich es gar nicht erst. Schon gut. Pass auf dich auf, Zarek. Werde ich. Aber geh jetzt. Das Depot wartet. Ach und Jax. Ja? Danke. Ich traue euch. Ich Monster. Oh, ich bin mit der Nettes. Also, du hast noch was zu sagen. Ja. Sie würde Red noch nicht kennenlernen. Oh. Oh. Nee. Oh, ist doch ein cooler Typ gewesen. Oh. Ich habe meine Wohnung noch gar nicht angeschaut. Habe ich nur einrichten lassen. Oh ja. Toll, toll, ob ich kann schlafen, mein Leben erfüllen. Im Dunkeln spielt sich sehr schlechter. Ja, Tageslicht hat das. Was zum Teufel? Was ist los wieder? Wo ist der Sockeltisch? Den restlichen Treibstoff reinhauen. Nein, da ist er. Jetpack. Nein, nicht Jetpack. Weiter voll. Oh, ja, okay. Okay. Ich habe Begleiter-Mission für mich. Du. Okay. Was sonst? Man fährt mit. Das ist so glitch. Ganz nett. Brony. Ich glaube, ich werde Frank mitnehmen, aber. Einzige, der noch Missionen für mich hat. Außer Myre. Myre ist hier. Fox hat auch nichts mehr normal. Nein. Ja. Hey. Hat den gekillt. Warst du das, Frank? Mitkommen. Ja. Mein Kopf. Lop. Die Infektion hatte sie schon fast wieder vergessen. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Das teleportieren. Dann nachsichtig sein. Okay. Das richtige Gebäude. Glaube schon. Oder ist gleich aus bei denen halt. Du. Sneezen. Goddammit. Du bist zurück. Nun gut. Ich nehme an, du hast keine Ergebnisse vorzuweisen. Irrt. Doch. Aber den Rest klären wir besser ohne deine Wachen. Ich habe mich wohl verhört. Glaub mir, ich tue dir einen Gefallen. Na schön, wenn es dir so wichtig ist. Lasst uns allein. Zu Befehl, Commander. Dann mal heraus damit. Sind die Kleriker für den Anschlag verantwortlich? Sind sie nicht. Aber die Outlaws, zumindest einer von ihnen. Was erzählst du da? Skibor hätte sich nie auf sie eingelassen. Ja, bewusst nicht. Aber er wurde benutzt und zur Bombe gemacht. Und das hat er dir zu verdanken. Wie kannst du es wagen? Du stehst vor einem Commander der Alps. Erspar mir das. Ich will dir helfen. Mir helfen? Das kann niemand. Versuchen wir's. Fangen wir damit an, dass du mit der Wahrheit rausrückst. Na gut. Ich kann dir ja doch nichts vormachen.
Gibor musste mich mit Elex versorgen. Ich wusste keinen anderen Ausweg. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es ist, jeden Tag Urteile zu fällen, die nur Tod bedeuten. Wie es ist, mit anzusehen, wie sich die Leichen anhäufen und ihre Gesichter an dir vorbeiziehen. Ich aber muss mich damit abfinden. Jeden Tag. Muss Entscheidungen treffen, um unsere Maxime zu erfüllen. Muss mich der Effektivität unterwerfen. Elex hilft mir zu vergessen. Es spendet Kälte. Lässt mich abstumpfen. Nur reicht die normale Ration nicht. Skibor hat das verstanden. Zumindest mehr als alle anderen. Und jetzt kommst du und hältst mir den Spiegel vor. Wirklich interessant. Während ich das Menschliche in mir suche, versucht jemand anderes, das Menschliche in sich zu blockieren. Dein Kommentar ist nicht hilfreich. In dieser Situation gibt es nichts, was mich noch retten kann. Ich habe alles nur noch schlimmer gemacht. Für mich gibt es keine Zukunft mehr. Wirklich? Betrüge ich die Alps jetzt schon? Wow. Wer sagt, dass deine Zukunft bei den Alps liegt? Arbeite für die Kleriker. Ich? Für die Kleriker? Sie würden doch niemals... Eine helfende Hand abweisen? Korrekt. Du überraschst mich jedes Mal aufs Neue. Warum tust du das? Wieso hilfst du mir? Ich habe es einem Freund versprochen. Verrätst du mir auch, wer das ist? Zarik. Zarik? So langsam fange ich an der Realität zu zweifeln. Ich dachte, er kann dich nicht leiden. Eure Unstimmigkeiten waren doch der Grund, warum ihr zusammen losziehen solltet. Ich wollte von mir ablenken. Nun ja, auch das ist mir misslungen. Wo steckt er überhaupt? Er kommt nicht zurück und du solltest das auch nicht. Jetzt lass dich nicht länger bitten und brich zu den Klerikern auf. Wenn Hagen sich querstellt, sag ihm, dass ich dich geschickt habe und er mir einen Gefallen schuldet. Umgehend. Ich muss nur noch ein paar Dinge zusammenpacken. Mein letzter Befehl lautet, berichte Azog. Ihm obliegt es, die Untersuchung offiziell abzuschließen. Sag ihm, dass mein Fehlverhalten ausschlaggebend war. Vielleicht hilft ihm das Wissen, um jemand Fähigeren für meinen Posten zu bestimmen. Ach, und Jax. Ich weiß. Dank mir ein anderes Mal. Mach's gut. Exzellent. Ich zeig, das war ziemlich krass gerade. Nicht nur einen wieder. Oh, was mache ich denn jetzt hier? Oh. Jetzt habe ich die Alps leicht verraten. Aber das war's wert. Oh. Okay. Bericht erstatten. Krass. Coole Geschichte. Nicht gedacht, dass das in diese Richtung geht. Ich werde wahrscheinlich... Ich meine, so viel kann ich hier nicht planen, weil zwischendurch alles nicht sehr bestimmt ist, was herauskommt bei diesen Aktionen. Aber ich habe eigentlich vor, als erstes Alps zu machen und dann mich den Klerikern anzuschließen. Also beide Geschichten durchzuspielen. Und Morkons eigentlich auch. Oh, vielleicht sollte ich mal hier speichern besser. Bevor ich mich irgendwas Unbekanntes begebe. Jo. Du willst Cora und mich wirklich nur zu zweit auf die Expedition gehen lassen? Du selbst hast gesagt, dass du stark genug bist, sie zum Erfolg zu führen. Das bin ich. Entweder ihr schafft die Expedition und wir sehen, ob Coras Forschungen tatsächlich von Belang sind, oder ihr kommt nie zurück. So oder so habe ich ein Problem weniger. Oh, okay. Der Anschlag auf das Silo ist aufgeklärt. Ich hatte von meinem persönlichen Agenten einen abschließenden Bericht erwartet. Wo ist Zarik? Er hat den Alps den Rücken gekehrt. Hast du ihn dazu animiert? Nein, es war seine Entscheidung. Eine Entscheidung hat dem Gemeinwohl zu dienen, nicht persönlichen Motiven.
Aber dazu später mehr. Wenden wir uns wieder dem Anschlag zu. Ich erwarte einen kurzen Abriss der Faktenlage. Mich interessieren insbesondere Informationen zum Initiator und etwaigen Mitwissern. Fangen wir mit dem Initiator an. Um wen handelt es sich? Ein Outlaw. Er hat persönliche Ziele verfolgt. Und sein Status? Eliminiert. Gut. Etwaige Vergeltungsmaßnahmen werden zu gegebener Zeit erfolgen. Kommen wir zu den Mitwissern. Wer war involviert und in welcher Funktion traten sie auf? Skibo war ein Opfer der Umstände. Er wurde im Krater enttarnt und zur Bombe gemacht. Worauf ist seine Enttarnung zurückzuführen? Irissa trägt die Verantwortung. Sie hat ihn zur persönlichen Elex-Beschaffung abgestellt. Ich hatte schon länger den Verdacht, dass sie ihren Posten zur eigenen Bereicherung missbraucht. Jetzt habe ich die Gewissheit. Auf der Verlustseite stehen ein Elex-Silo, ein Scout und ein Commander. Angesichts dieser Umstände zähle ich auf deinen Wiedereintritt. Ich brauche dringend Ersatz für Zarik. Überleg es dir. Bei den Alps zu sein, ist deine Bestimmung. Ich werde mich anschließen. Fulminant. Ich werde mich anschließen. Aber zuerst ist die Episode vorbei. Dann haben wir ein neues Playthrough. Ein Alp Commander Playthrough. Yo, peace out.